Hallo! So, wir sind wieder hier oben bei den Tieren und gucken die uns jetzt nochmal genauer an, gell? Sophie und Stella und Kiki haben euch da vorhin schon eine kurze Einführung gegeben, aber jetzt gehen wir mal genau ran. Guck, hier ist das Gnu. Und das Gnu ist eine große Antilope und die hat nicht so ganz so große Augen wie die anderen Antilopen, aber dafür hat sie zur Seite geschwungene Hörner. Siehst du? Die gehen hier zur Seite weg. Die meisten anderen Antilopen haben Hörner, die nach oben gehen, aber der hier geht zur Seite. Ja. Und da kann er besser mit kämpfen sozusagen, mit anderen Gnus. Und deswegen ja, und Papa so. Hat all diesen Geäst verrückt, genau. Aber nicht dieser. Ich war mal in Südafrika und da war ich in einem Steakhaus und da gab es ganz viel Antilopenfleisch. Und da habe ich schon Gnu gegessen und dann habe ich schon Kudu gegessen und Eland und auch schon Springbok. Aber was ich noch nie gegessen habe, ist bunte Bock, der bunte Bock. So, und der bunte Bock, der hat schöne Augen, der hat so ganz gerade Hörner, die so geriffelt sind. Der kommt auch oft in Namibia vor. Namibia hat mal zu Deutschland gehört. Ganz, ganz, ganz lange her schon. Und ja, da gab es solche schönen Böcke da. Ja, meine große Schwester hat diesen Bock. Genau, deine große Schwester war damals in Afrika dabei, in Südafrika. Mhm. Und da haben wir im Steakhaus ein Kudu gegessen. Ein Stück großes Kudu. Und da hat deine Schwester auch davon gegessen, gell? Mhm. Und da war ich noch nicht da. Da warst du noch nicht da. Aber wir fahren da auch noch irgendwann mal hin. Keine Sorge. So, und hier ist der Eland. Der Eland ist viel größer, ist ein größeres Tier. Und der hat viel gröberes Fell. Genau, der Springbok ist der kleinste von den Antilopen. Mhm. Und ein Leopard genau, die Leoparden essen den sehr gerne. Mhm. Die jagen den, die Geparden und die Leoparden. Die jagen den und die essen den am liebsten. Mhm. Das ist auch das Wappentier von Südafrika. Die Rugby-Mannschaft in Südafrika, die hier nennt man die Springboks. Mhm. Genau, damit die wollen sagen, dass die so agil sind wie ein Springbok. Ja. So, sind das schöne Tiere? Ja. Klasse, ha? Aber nur wenn die kommen nicht. Ja, wenn die nicht am Leben sind. Aber die sind aber eigentlich ganz schüchtern, wenn die am Leben sind. Also da muss man, die machen die eigentlich nichts. Da muss man schon ganz komisch mit denen sein, dass die dich angreifen. Normalerweise rennen die weg, okay? Mhm. Und die war von Südafrika so und die waren ausgestattet. Okay, okay. Kiki führt uns jetzt weg, dann sagen wir mal tschüss. Tschüss. Mach's gut.